Hallo YouTube, ich bin SmileyJojo, das hier ist mein Channel sozusagen und ich habe eine Nachricht bekommen von einem meiner Abonnenten, ob ich nicht mal ein Tutorial für die Slow Motion machen könnte. Und ja, da sage ich auf keinen Fall nein, das mache ich sehr gerne. Und zwar braucht ihr dafür ein Revision Plugin, das nennt sich Twixtor. Falls ihr das habt, was weiß ich, ihr könnt es euch kaufen, cracken, wie auch immer. So, also am Anfang wählen wir uns eine Datei aus, die habe ich hier schon. Ja, dann wird die hier angezeigt. Die ziehen wir uns in die Komposition rein. Dann wird das hier auch gleich als Komposition angezeigt. Wenn wir das haben, nehmen wir Effekte, Revision Plugins, Twixtor. Ganz wichtig ist bei Twixtor, dass wir hier diese Uhr auf keinen Fall vergessen. Denn die macht das erst... Die regelt das erst, dass wir das hier so animieren können. Sondern gehen wir halt, klicken auf diesen Pfeil. Da habt ihr hier drei Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen auf Effekte, unseren Effekt Twixtor. Dann hier Output Control. Drücken wir Output Control und sehen den Speed. Das brauchen wir, um uns die Keyframes zu setzen. Entschuldigung. So, ich habe hier halt einen kleinen No-Scope-Clip, wo hier ein Waffenwechsel No-Scope Across Map gemacht wird. Und ich will die Zeitlupe vor dem Kill und nach dem Kill. Also bla bla bla. Ich schaue. Wo wird es denn interessant? Wo kann ich denn was setzen für Slow Motion? Und da sehe ich, oh, wow, es wird Waffenwechseln gemacht. Überlege ich mir, okay, jetzt hier will ich unbedingt die Slow Motion anfangen. Also gehe ich einen vorherigen, klicke ich auf vorheriger Frame und setze hier mit diesem Button ein Keyframe. Das regelt halt, das ist wie so ein Punkt und nach dem Punkt ab da, das macht man am besten dann, weil sonst, wenn ich jetzt hier gleich einstellen würde, 2 und davor keinen Keyframe gesetzt hätte, würde das allmählich von 100 auf 2 hier runter gehen, wir hätten uns den ganzen Effekt versaut. Also gehen wir aufs nächste Frame und machen hier jetzt einen Speed von 2. So, das ist sehr schön. Seht ihr? Boah, es zieht ultra lange nach. Und die Waffe zieht auch noch so schön nach, weil ich Change Last Motion angeklickt habe. Das stand halt in dem Brief mit drin. Und ja, man sieht, es zieht so ein bisschen nach oben. Haben jetzt nicht so eine günstige Stelle ausgesucht. Und ich sage, jetzt unbedingt hier soll es enden. Also gehe ich wieder vorheriges Frame, setze einen Keyframe, nächster Frame. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer nächster Frame setzt, sonst wird nämlich auf dem Keyframe dieses Speed umgesetzt. Und machen wieder den Speed auf 100. Die Geschwindigkeit, Entschuldigung. Jetzt sind wir hier. Boah, Waffe wechseln. Und gleich dürfte der Kill kommen. Bumm. Ja. So, jetzt habe ich mir schon eine schöne Stelle vorhin ausgesucht. Aber da ist leider mein Cam Studio abgestürzt. Wow, verdammt. Ist schon passiert. Ja. Ich will jetzt, dass im nächsten... Hier will ich, dass die Slow Motion ein Frame danach anfängt. Also setze ich hier den Keyframe. Nächster Frame, mache hier 2. Dann bleibt es nämlich genau da. So, jetzt lasse ich spielen. Kurzer Prozess und fertig. Einen vorherigen Frame, Keyframe, nächster Frame, 100 Speed und das war's. Den Clip werde ich am Ende des Videos nochmal zeigen. So. Jetzt will ich nicht, dass der Clip weiterläuft, also ich gebe euch jetzt einen Tipp, damit ihr euch lästiges, langes Rendern erspart. Ihr zieht das Ende des Arbeitsbereiches haargenau dahin, wo euer letzter Keyframe war oder wo ihr es halt aufhören lassen wollt. Damit nicht das komplette Video rendert und ihr dann in Vegas sagt, wow, jetzt habe ich über eine halbe Stunde gewartet für das scheiß Rendern und dabei brauche ich nur das bisschen hier, macht das am besten immer. Dann gehen wir auf Effekte, Effekteinstellung, öffnen das Häkchen weg. Renderliste, ziehen unsere Komposition. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Komposition in die Renderliste zieht und nicht den MPEG-Film, weil sonst rendert ihr das Original nochmal. Das wäre ziemlich dumm. Dann halt speichern unter, suchen uns irgendeinen Namen aus, bla bla, bla ball, ja klar, warum nicht, und klicken auf Rendern. So Leute, das war mein allererstes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt mich an oder macht einen Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf mag ich.
Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, ich mache sau gerne Tutorials, echt. Ich bin da nicht so wie andere Leute, die jetzt sagen, nee, guck dir ein anderes Tutorial an. Also ich mache das echt gerne. Also, man sieht sich.